Maschinengipfel, yep. Die erste auf der Festung Ehrenbreitstein heute. Ihr habt abgestimmt, ihr habt es so gewollt und heute ist es soweit. Ich spiele Pinke Sticks. Wir sollen labern. Laber, laber, laber. Wir haben gerade eine Ziege gesehen. Also hier kam echt eine Ziege angerannt und zwar zielstrebig zu den Barriers in die erste Reihe. Laber, laber. Auf allen Vieren. Laber, laber. Und die Ziege ist dann aber durch den Notausgang gefolgt von einer ganzen Schar Polizisten. Abgehauen. Laber, laber, laber. 8 Polizisten und für eine Ziege. Für eine Ziege. So, und die ist gerade hier an uns vorbeigelaufen. Der Tobi hat eben ganz ungläubig auf den Platz geguckt und hat mich dann gefragt, sag mal, siehst du die Ziege da auch? Falls ihr eine Ziege seht mit 8 Polizisten hinterher, bitte melden. Wir haben gerade den Soundcheck gehört von Versus Goliath. Mhm. Das ist fett. Das ist sehr, sehr geil. Die Jungs fahren mit uns auf Tour. Ja, und zwar im Herbst. Und da freuen wir uns drauf. Hier vorne ist schön Schattenplatz. Kommt mal nach vorne. Ja, nicht winken. Nach vorne kommen. Wir haben ein geiles Trinkspiel erfunden. Bohemian Rhapsody singen. Wer sich versinkt, muss laufen. Oh Gott, lass uns mal anfangen. Wie fängt's an? Ja, muss man die Kurzen besorgen erstmal. Dirk besorgt die Kurzen. Ich besorge jetzt mal Alkohol für die zwei Jungs. Und ich habe, glaube ich, Kümmerling entdeckt im Kühlschrank. So. Easy go. Oh, jetzt müssen wir beide saufen. Trinken. Oh, nee, Eugen muss trinken. Nee, komm, wir fangen mit dem richtigen Teil an. He's just a poor boy from the poor family. Things made his life from this monstrosity. Easy go, easy go. Will you let me go? Bismillah. Will you let me go? Bismillah. Jetzt mach die Kamera aus. Ich kann so nicht. Ja. Ja, das Rettungskommando ist eingetroffen. Ich saß beim Frühstück, als plötzlich das Telefon klingelte. Ja, wer hat angerufen? Ja, hier, der junge Mann hier. Ich war ganz verwundert, dass er schon wach ist. Aber ja, ja. Das ist senile Bettflucht bei mir. Bei uns heißt das senile Bandflucht. Ja, und dann ganz schnell nach Hause nach der Show. Ja, ja. Dann habe ich die anderen beiden. Der eine hat gerade mit einer Band, hat gerade eine Band im Studio aufgenommen, der andere war gerade einkaufen, beim Wocheneinkauf. Und dann mussten die aber auch sofort los praktisch. Also wir direkt losgerannt. So. Ja, hier sind wir. Da sind wir. Maschine. Der Schulz. Mit dem Schulz. Yeah. Ja, Mann. Unberührt wird sie nicht befreien. Darf ich mal auf deinen Monitor? Ja. Hab ich schon, das ist schön. Grüß dich, Tag für Tag. Du könntest es, meine Stimme kann ruhig auf, ich habe die beiden hier, oder? Ja, bestimmt. Genau, du kannst ruhig die Stimme ruhig auf beiden drauflegen. Ist auch so. Und meine Gitarre dann nur auf den linken von mir hier. Ne? Wow. Leute, ihr habt es mitbekommen, heute Morgen die Botschaft, End of Green sind nicht dabei. Ja. Genau, morgens um 8 bekam ich einen Anruf und wir mussten kurzfristig einen Ersatz besorgen. Dann haben wir auch telefoniert und zwar wild durcheinander und irgendwann hatte ich den Schulle am Apparat. Ich war total verwundert, dass er schon wach war. Der Schulle hat dann gesagt, Moment, ich muss mal telefonieren. Und er telefoniert. Und wir waren bestimmt eine halbe Stunde lang. Ja, Bernd, weil, du erst zur Kasse. Weil du im Rewe gestanden hast und einfach nicht ans Telefon gegangen bist. Alter Schwede! Ich habe mich extra vorgestellt. Und der, ja. Mehr kann ich nicht machen. Und der
sitzt gerade im Studio mit einer Band und macht das Telefon laut. Und die hören alle mit, wie Schulle ihn fragt, ob er irgendwie Bock hätte, vielleicht nach Koblenz zu kommen, auf ein Festival. Die Band sagt, bevor er was sagt, sagt die Band so, fahr. Der Schulz und Band, Riesenapplaus! Hey! Denk ich schreib euch besser schon mit Zeit. Frag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen aus der Wahrheit. Und zu sehen, was ich auch zwei so lang. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenblick. Und die werden keine Waffen tragen. Und meine Söhne lieb ich nicht. Nein, meine Söhne lieb ich nicht. Ich bin hier beim Straßenverkauf. Nicht so prätentiös, ne? Schule. Hier, mir scheint die Sonne nicht aus dem Arsch, sondern voll ins Gesicht. Aber seine Sonnenbrille rettet mich. Das ist ein kleines Gesicht. Ich wollte gerade sagen, weißt du, meine Sonnenbrille hat auf. Ich muss jetzt hier gucken. Aber hier schöner Straßenverkauf, oder? Ja, auf jeden Fall. Guck mal. Seid ihr noch da? Seit 1989 absolute Ikonen der schwarzen Szene. Ich freue mich mega, mega, mega krass. 28 Veröffentlichungen haben die draußen, die Jungs. Einen riesen Applaus für Diary of Dreams! Guten Abend! Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Dass ihr da wart. Dankeschön!